Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Gruselspiel. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich hab mich bewegt, hab gespeichert, hab aber echt nichts getan. Ich war richtig artig diesmal. So, wir haben jetzt eine gewaltige Dose Brause. Ne, Saft ist Saft, Alter. Wir haben Saft in der Tasche. Und wir haben eine Münze gesammelt. So, eine Münze, haben wir gesehen, steckt im Schacht fest. So, und jetzt habe ich mir das gerade eben noch durchgelesen, bevor ich hier angefangen habe. Und das steht ja eigentlich ziemlich schwer. Also so eine richtig schwere Packung Saft, ja. Und dennoch ein Sechserpack. So, jetzt könnte man... Es ist ja eine Verstopfung, die sich hier im Schacht befindet. Und jetzt habe ich überlegt, ob man die hier reinfeuert. Oh, es nimmt da echt an. Dass die quasi so das frei rammelt. Sexy, da ist er. Er hat aber schon so getan, als ob er da einen Kasten Bier hinhieven muss, ja? Okay, die liegt unten auf dem Flur. Ja, auf dem Flur. So, ansonsten haben wir nichts, aber irgendwie, warte mal, hier, mir war da so. Nö. So, müssen wir mal gucken jetzt. Ich bin jetzt ewig rumgerannt. Ich habe immer noch keinen richtigen Anhaltspunkt, aber man hört hier immer Geräusche. Als ob irgendwer, hier unten. Als ob irgendwer kotzt oder, guck mal, ich bin hier noch nicht runtergegangen. Fünf Schuss? Was ich hier noch nicht war. Aber ich habe das doch schon mal gehört, das Geräusch. Okay, also ich glaube, wir sind jetzt auf jeden Fall... Guck mal, wir sind jetzt auf der Rückseite... ...von dem Hof. Ja, ja, okay. Oh, okay. Hat aufgeschlossen. Jetzt haben wir hier einen Durchgang. Ah... Da einfach nicht, noch nicht runtergelaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Aber ja. Kommt der Sache näher. Oh, irgendwer gibt es hier richtig Mühe. Da, ist offen. Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He? Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. It might be best if you just get out of here. Yeah, yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet, I need to find someone. Oh. And Eddie, be careful. Yeah, you too.
Wir haben Eddie gefunden. Eddie, are you gonna be okay? Yeah, I guess. Okay. Oh, krass, Alter. Der Typ im Kühlschrank, ich hab mir das noch gar nicht angeguckt. Ah, okay. Deswegen kübelt er hier alles voll. Aber das sieht doch noch... Das geht doch noch. Was hat ihn denn da so reinge... Alter, okay. Warum darf ich mir das immer wieder angucken? James steckt das gut weg. Okay, also weitergebracht hat mich das jetzt so nicht, dass ich ihn aber im Kurzen zugeguckt habe. Ja, krass, dass er... Ach, guck mal hier, wir kommen in den anderen... Den anderen Vorgarten. Oder Hof. Ey, wie ich das so verpeilen konnte, ne? Was ich hier gerade an Zeit investiert habe. Ich war in jedem Raum, ja. Pool. Shit. Boah. Muss mal gucken, ob es eine Möglichkeit zum Sneaken gibt. Nein. Man kann nicht sneaken. Den da hinten müssen wir wegmachen. Am besten ohne eine Schusswaffe vermutlich. Damit wir hier aufmachen können, oder? Ah, schade. Dachte, ich kann mir unter den Zugang legen. Aber da vielleicht. Komm her. Ich kann sagen, der Schlüssel steckt doch mal drauf mal. So, die Girls haben Spaß im Pool da unten. Ich sehe mein oller Balken ohne Abnutz. Ah, ich muss bestimmt an den Kinderwagen. Das Tor ist von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Hm? So, ich sehe schon, wohin es führt. Schlimm ist, wenn ich alle trigger, dann fangen die an rumzukotzen, ne?
kommt erstmal hoch. Eine Slangmünze und ein Blümchen. Okay. So, jetzt haben wir drei Münzen, mehr brauchen wir nicht. Und dann kriegen wir diese komische Kiste auf. Oh no. Euch noch einen schönen Tag. Vergesst eure Handtücher nicht. Ich muss jetzt hier raus. Du, am besten noch speichern, weil wir das eigentlich recht souverän geklärt haben. Woodside Apartments. Bam. So. Peng. Aber von der Schlange war in dem Text keine Rede. Kann man das hier noch... So, dann lasst mal nochmal lesen. Drei glänzende Münzen, fünf Löcher, alles Klärchen. Unter dem Baum sitzt sie, singt vor sich hin. Dann habe ich sie ja, glaube ich, schon richtig geparkt. Der Wind weht der Magd in den Rücken. Allein wächst das Blümchen voller Entzücken. Goldenen Augen im Mondlicht fahl. Okay, es kann sein. Das war vielleicht mal... Ne, sie bleibt hier. Okay, dann kann man das vielleicht noch so machen. Okay. Ah, dann kommt ein neues. Der Mann, er kommt näher. Er zückt seine Klinge. Sie scheint so hell wie Silberlinge. Die Magd, sie flieht weit weg von dem Mann hin zu der Blume. Vom Baum wächst sie ran. Okay, also dann vermutlich so? So? Und die Lady rennt weg. Alright, Clyde. Wo die Blume einst wuchs, ist ein giftiger Schein. Wo die Magd einst lag, ist nur noch ein Stein. Ach so, warte mal. Ah, sie hat ja auf der Rückseite diesen Grabstein, ne? Ist nur noch ein Stein. Okay, warte mal. Das wäre dann ein Turn. Das wäre auch einer. Okay. Die boshafte Bestie, sie biss schnell zu. Er betet die Magd zur ewigen... Ach, er bettet die Magd zur ewigen Ruhe. Auf dich fällt die Entscheidung schwer. Wer trägt die Schuld in dieser Meer? Jetzt muss ich entscheiden. Ach, den muss ich dann da oben reinlegen. Wen trifft die Schuld? Also die Schlange schon mal nicht. Die ist ja einfach nur da, oder? Und kam jetzt so hundertprozentig raus, dass er sie angreifen wollte? Kann ja auch sein. Ich hab das jetzt, kann der nicht nachlesen. Oder? Nee.
Nee, ich darf nicht blättern. Ist denn sie selbst schuld? Weil sie Angst hatte? Da ist er, 201. Der Schlüssel, den sie fehlt hat. Okay. Ja, war richtig denn anscheinend, oder? Oder wäre es jetzt auch aufgegangen, wenn ich was anderes reingepackt hätte? Aber eigentlich ist ja sie. Sie ist ja fälschlicherweise, sie hat es ja falsch interpretiert und ist dann in die Schlange. So, 201 war, glaube ich, zweiter Flur, ne? Einmal hoch. Nächste Karte. Jo. Einmal hoch und dann bis ans Ende. Das sollten wir vielleicht hinkriegen. Dafür, dass ich erst so lange rumgepoolt habe und nicht weiter wusste. Wenn man wieder drin ist. The flow's back. Hat ihr gehört? Das scheint eine Frau gewesen zu sein. Hier gibt es noch einen Energy Drink. Versteckt sich bestimmt jemand im Schrank. Ist das Taschentuch? Oh, Scheiße, Mann. Wahrscheinlich schon zu zweit, oder? Was macht der da?
das für eine sonderbare Begegnung. Ich war mir echt sicher, dass da jemand mit im Schrank ist. Hat der hier das eine Vieh vergewaltigt? Das sieht so ab, das ist so wild. Stofftuch. Da Initialien drauf. Wie schön sich das bewegt. Ich verstehe die Option nicht des Bewegens, weil es ist. Ich kann es ja nicht mal umdrehen. Aber das würde ja zu seiner Frau Mary passen, zumindest zu dem Kleidchen, was er anhatte irgendwie. Und wie er es auch einfach hingenommen hat. Dass wir auf ihn geschossen haben. Jetzt sind wir in den anderen Apartments, oder? Also da war ja noch irgendwas gegenüberliegend, wenn ich mich recht entsinne. Oh, hier sieht es aber schon so ein bisschen... Also hier ist noch mehr Renovierungsbedarf, sagen wir mal so. Ein bisschen Breff und dann. Blue Creek Apartment. Ja, stimmt so, ja. Meine Vermutung war right. Neue Karte. Ach, jetzt geht's hier wieder durch ein Apartment. Vielleicht gibt's ja auch noch einen neuen räudigen Gegnertyp. Reichweitenbegrenzung, Digga. Darf dann hier rinlatschen. Oh. Hack mal einen. Besonders räudig. Okay, das ist vielleicht was, wo man dann doch eher versuchen sollte, mit Fernkampf zu arbeiten. Ah, Tatsache. Ich hätte Bock auf einen Speicherpunkt.
Ich könnte den Chat auch ein bisschen sehen, der hat mir echt schnell angepeilt. Der stottert selber ihn zurecht, der. Ja, sie platzt. Oh. Ah! Blöde Sau! Okay, Leute, wir machen hier Feierabend, sonst wird die Folge so lang. Das wird hier interessant. Und die Gegner anscheinend besser. Aber er war ein Treffer, glaube ich, ne? Den ersten habe ich versemmelt. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.